Von den Leuten, die mal Call of Duty gemacht haben. Und Titanfall. Und Titanfall 2. Von den Leuten, die bekannt sind für ihre super-duper Star Wars Battlefront 2 DLCs, / Lootboxen. Und von den Leuten, die mal irgendwann gute Filme gemacht haben, oder Games, oder beides. Interessant. Kommt ein relativ neues Spiel, auf das ich 3 Jahre lang warten musste. Über 3 Jahre sogar, meine Phrase. Und das werden erstmal Spieldateien optimiert. Cool. Und der Mauszeiger oben links, geht mir jetzt schon auf den Zeiger, den packe ich mal hier aus dem Bild. Star Wars Jedi Survivor muss bestimmte Spieldateien kompilieren, um die Leistung für deinen PC zu optimieren. Ach, das hat er doch gar nicht nötig. Warte bitte, bis dieser Prozess abgeschlossen ist. Ich warte. Warte schneller. Ja. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich im Warten nicht so der Profi bin, wie manche Leute denken? Ah, perfekt. So. Achievement 1 unlocked. Wir haben es schon mal zum Titelbildschirm geschafft und ich muss den Moment erstmal kurz einfangen. Gebt mir dann eine Sekunde zu. Ich und ihr habt sicherlich relativ lange darauf warten müssen, aber was eine lange braucht, wird endlich gut. Beides. Jo, mit dem Blick auf den Jedi-Tempel, der jetzt einen neuen Anstrich bekommen hat, kommen wir hier zu Jedi Survivor in den Titelbildschirm. Ich freue mich schon. Jo, es waren tatsächlich über 3,5 Jahre, wenn ich mich nicht irre, oder fast 3,5 Jahre. Fallen Order hat ja leicht eingeschlagen wie eine Bombe. Und das auch völlig zu Recht, relativ gut angekommen. Relativ, sagt er, ne? Aber darüber hinaus wirklich, wirklich gut. So, hier erstmal wieder in die Operationen. Bärfreiheit, Steuerung, Steuerungsschema, halten Bildschirm, was? Halten Bildschirmanweisung deaktivieren. Okay, verstehe ich nicht. Controller, was haben wir denn hier noch? Untertitel. Ein, modifizieren. Hotskalierung und so weiter und so fort. Erstmal alles hier. Was ist das denn? UI, Punktstabilisierung. What the hell is that? Schalte einen Punkt in der Bildschirmmitte. Bildschirmmitte ein oder aus, der Symptome von Bewegungskrankheit minimiert. Okay, interessant. Ich dachte, das wäre eher was für VR, aber scheinbar auch für normale Spiele, die da so draußen sind. Für die 2D-Spiele, ihr wisst schon. So, bei der Neutralisierung, Zielwechsel, nur sichtbare Gegner. Okay, bla 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 bla. Magnet halten, aha, den haben wir auch wieder. Aha, verstehe ich nicht. Langsam Modus. Das ist mein Modus. Schalte Zeitloop-Modus ein aus. Klingt eigentlich ziemlich nice. So, Bullet Time finde ich immer ganz cool. Braucht man hier bei Jedi Survivor wahrscheinlich nicht. Langsam Modus im Kampf automatisch aktivieren. Verstehe ich nicht, was das hier sein soll. So. Controller, genau, das habe ich gleich eh wieder vergessen. Muss ich eh wieder alles neu lernen. Die letzten Aufnahmen von Fallen Order sind doch dann etwas länger her. So, Auflösung, ja, ist, glaube ich, ganz okay. Alles auf episch. So, erstmal hier ein bisschen flexen. Wenn das dann überhaupt relativ gut läuft, denn die ersten Rückmeldungen und Tests zum Spiel waren ja eher so, ja, sehr, sehr cool. Wenn es denn dann läuft. Und Raytracing habe ich mal vorsorglich ausgeschaltet, damit mir das die Performance nicht direkt durch die Decke schießt. Na, damit die Grafikkarte nicht wieder ihr eigenes kleines Mondprogramm durchführt und mir aus dem Rechner, aus dem Fenster und aus der Stadt fliegt. Durch die Atmosphäre nach oben. Und dann selbst ihren kleinen eigenen Krieg der Sterne gründet. Effekte, Bewegungsunschärfe, yo, Körnigkeit, yo, chromatische Abra, yo. Kammer schütteln, aha, aha, und so weiter und so fort. Audio-Extras, genau. Oh, Weitergabe von Nutzerdaten. Seid ihr eigentlich bescheuert? Mann, EA sammelt zur Entwicklung von Produkten und... Ja, genau. F you. Go fork yourself. Das
Machen wir mal aus. Nur zur Vereinbarung. Cookies mag ich immer, das Team. Ja, das werden wir später noch feststellen. So, und ich muss mich leider noch ein kleines bisschen einlabern. Ich bin noch nicht im Labermodus. Ich habe noch alle, Gott, da habe ich mich auch schon... Ja, geärgert ist das falsche Wort, aber, verbal selbst gescholten, geschältet, was ist das Wort dafür? Keine Ahnung, ne? Mich selbst schon fertig gemacht, dass mir das eingefallen ist, aber ich muss noch alle, Midi-Chlorilaber, Mikroorganismen hier zusammensuchen, die ich brauche, um dieses Spiel ja, vernünftig hier zu vertonen. Gebt mir da einfach mal ein paar Minuten für. Und dann mein Beileid, wenn ich euch dann quer durch den Raum an die Wand laber. Okay, so, jetzt laber ich auch schon wieder die ganze Zeit. Ich gucke gerade mal hier schon auf die Uhr. Die erste Folge kann ich schon fast wieder beenden. Nice. Wir schauen uns allerdings erstmal die Ereignisse von Jedi Fallen Order an. Das ist ja schon ein bisschen her. Aber der Vorspann war eigentlich ganz... cool. Der kam auf jeden Fall beim ersten Mal starten, wurde jetzt nicht angezeigt, deswegen nehme ich das jetzt auch einmal mit. Jo, dann sag ich mal bis gleich. Ich habe mal kurz die Phrase. Und dann geht's auch gleich los mit Survivor. Please. Die nächste Generation der Jedi. Wir suchen einen gefährlichen Flüchtling. Keinen normalen Anarchisten. Sondern ein Mitglied des verräterischen Ordens der Jedi. Nein! Sieh an, ein Lichtschwert. Ich war allein, das ziemlich lange. Und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin, was ich bin. Und du bist nicht allein. Nicht mehr. Hey, BD-1. Ich bin Cal. Nimm die Laser aus meinem Essen! Dann sollte ich jetzt rausfinden, wer ich bin. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Marin, richtig? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Das Schicksal des Ordens der Jedi liegt in deiner Hand. Das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Führt die Order 66 aus. Jeder Jedi begegnet der dunklen Seite. Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas Besseres. Sie wird auch dich verraten. Niemand stoppt das Imperium. Der Schmerz hat mich nur stärker gemacht. So viel Hass. Scheitern ist nicht das Ende, mein Freund. Es ist ein notwendiger Teil des Weges. Hoffnung überlebt immer in denen, die bereit sind, weiterzukämpfen. Ich werde nie vergessen. Ich werde eure Lehren erhalten und euer Opfer ehren. Gemäß dem Recht des Rates, Cal Kestis, steh auf, Jedi-Ritter. Und vergiss nicht, vertraue nur der Macht. Und wohin jetzt? Erstmal zu Penny. Boah, hab ich jetzt Bock. Alter, hab ich jetzt Bock. Gott im Himmel. Ich hab schon so Bock, dass es schon fast eine ganze Schafsherde... So, halt die Fresse und starte das Spiel. Danke. Oh, neue Reise starten. Schwierigkeit des Kampfes. Story-Modus, nope. Spielende, die sich auf die Story konzentrieren. Ach, Story, komm, please. So, Spielende, die sich ein intensives und forderndes Kampferlebnis wünschen, jederzeit in den Spielmenüs änderbar. Ich habe noch keine Ahnung, wie schwer das Spiel eigentlich sein wird. Ich will aber tatsächlich von Anfang an will ich die Packung haben. Natürlich auch cool, wenn man das einmal im, ja weiß nicht, Jedi Meister und dann einmal noch im New Game Plus irgendwann gegebenenfalls als Jedi Großmeister durchzocken kann. Denn ganz ehrlich, wem muss ich hier was beweisen außer mir selbst? Und der Welt da draußen und allen anderen und, I don't know, Spielende, die ein Abenteuer mit angemessenem Fordern kämpfen wollen, jederzeit in den Spielmenüs änderbar. So. Von daher habe ich ja trotzdem auch zweimal durchgespielt. Ich würde sagen, ich starte tatsächlich einmal hier mit Jedi Meister.
Und würde dann noch einmal, aber keine Ahnung, ob ich dann nochmal das alles aufnehme. Wahrscheinlich, genau, mach direkt in der ersten Folge wieder Versprechungen. Herzlichen Glückwunsch. Ich guck mal, ob ich das dann nochmal aufnehme. Aber erstmal würde ich jetzt hier auf Jedi Meister zocken. Innere Konflikte kurz ablegen. Nee, komm, wir machen Jedi Meister, komm. Dann habe ich hier noch was für New Game Plus später. Dann kriege ich wahrscheinlich doch mal die Möglichkeit, dieses Spiel mit einem roten Lichtschwert oder sowas durchzuspielen. Tipps zu Machtinteraktionen. Auf dem Bildschirm erscheinen Tastensymbole, die anzeigen, welche Machtfähigkeit zur Lösung von... Ach! Come on, please. Tipps für Navigation. Zeigt einen zusätzlichen Navigation... Was? Zeigt einen zusätzlichen Navigations... Ja, do you even German, Alter. Für Rätsel und Hauptziele an. Kann jederzeit ein- und ausgeschaltet werden. Ja, nö, aus. Überspringen von Dialogzeilen aus. Drücke in Unterhaltung A, um zur nächsten Dialogzeile zu springen. Wirkt sich nicht auf Zwischensequenzen aus. Diese Option kann jederzeit... diese Fragen. Wieso? Ich mache es erstmal ein. Denn ich kann mir vorstellen, dass da so die ein oder andere Unterhaltung mit dabei ist, die wir dann skippen wollen. Keine Ahnung, ich lasse mir diese Option mal offen. Neue Reise starten. So. Ja, lange Rede und kein Sinn. Ne, auf zum Atem und so. Und damit A für neue Reise starten. Achso, ich muss wieder... Ich kann das Spiel nicht starten! Ich kann das Spiel nicht starten! Easy. Gefällt Ihnen die neue Tapete? Sehr cool, dass wir gerade Coruscant aus dem Blickwinkel sehen und den Informationen nach gibt es tatsächlich sehr, sehr viele Bewohner von Coruscant auf den unteren Ebenen, die die Sonne nicht einmal gesehen haben. Also wie der Durchschnitts-ITler in der freien Marktwirtschaft. Ich habe die Gerüchte nicht geglaubt. Ein Jedi.
Und wir haben ihn lebend ergriffen. Der Senator erwartet uns. Sie können passieren. Wir wollen den Senator nicht warten lassen. Ja. Wärst du doch mit dem Rest deiner Leute gestorben, Verräter. Ich glaube gerade so ein bisschen daran, dass das inszeniert ist. Aber mal sehen. So, ich darf hier schon mal übernehmen. Oh, die Grafik. Alter, die Grafik, Alter. Er muss diese Sache geheim halten. Erstmal die Hose wieder zumachen. Er umgeht die Inquisitoren und überbietet Vader. Der Bursche treibt ein gefährliches Spiel. Genau wie wir. Sicherheitsdroide. Boah, ey. Können wir bitte mal stehen bleiben, dass ich mir das hier anschauen darf? Hier lang. Wir machen einen Umweg. Darf ich eigentlich... Warte kurz. Ne, ich will mich kurz setzen. Danke. Ein letztes Mal noch diese Bank sehen. Sie war meine Lieblingsbank. Alter, ist das krass. Der guckt mich einfach auch so an, als ob ich sie nicht mehr alle hab. Die Gebrüder, Hackbolzen. Nee, eigentlich. Okay, nein, darf ich nicht. Schade. Okay. Boah. Dass sie jetzt auch einfach nichts mehr sagen, so im Sinne von, yo, ja, guck mal, die sind so höflich und warten sogar noch auf mich. Ja, cool. Darf ich mich, ich wollte mich hier als Sturmtruppler bewerben. Boah, die Rüstung finde ich cool. Ist auch so eine Mischung aus Scout-Truppler, genau, aus dem da hinten und Sturmtruppler scheinbar. Ja, ich hab's kapiert. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, ja, ist okay. Wir ratten in einem Labyrinth, das gefällt mir nicht. Halte dich an den Plan, das wird schon. Solange ich bezahlt werde. Ja, obwohl, wenn sie. Na, wenn die solche Sprüche von sich geben, dann. Mal gucken. Mal gucken. Oh, Werbung. Werbung. Ich habe Rechte, wissen Sie? Gehen Sie freiwillig oder wir verhaften Sie. Rechte links, rechte rechts. Wir sind Bürger, so können Sie uns nicht behandeln. Ja? Sagt wer? Jeden Montag aufs Neue. Die Prügelrunde des Imperiums. Krieg ist teuer. Irgendwer muss ihn bezahlen. Es ist schwer genug in dieser Galaxis über die Runden zu kommen. Nicht, wenn man der Propaganda glaubt. Ja, okay, ich glaube nicht mehr, dass das inszeniert ist. Schade. Gott, der Augenringe, ey. Fast so schlimm wie ich. So, ich würde. Aua! Ey! Ich wollte mir das angucken! Ja, scheiß Dissidenten, ey! Unglaublich, dass ich gleich einen Senator treffen werde! Heutzutage zeigt er sich kaum noch in der Öffentlichkeit. Gut, dass er für uns eine Ausnahme macht. Tja, etwas, das ihm die Gunst des Imperators verschafft. Ja, ist ja okay, boah, ich lauf doch! Die Drecksack-Brothers hier. So, hier können wir unsere Bestellung aufgeben. Ganz ruhig, Offizier. Der Senator sorgt nur dafür, dass alles einwandfrei läuft. Und schon geht's weiter. Oh, das Licht. Boah, das läuft auch schon echt gut. Also ich bin gerade noch echt zufrieden, dass es hier auf 4K dementsprechend stabil läuft. Die guten Sicherheitspatrouillen. Was würden wir so? Was würden wir nur ohne sie tun? Ich bin auch hier. Mensch. Der Rest von ihnen bleibt hier. Au. Abmachungen ändern sich. Diese nicht. Ich komme mit. Oder wir gehen zu Fuß. Nur sie. Die anderen müssen warten. Jetzt im kleinen Medizinköfferchen da. Terrorist. Du lässt dich so von ihm nennen? Au. Jetzt reicht's. Wo habt ihr ihn aufgespürt? Nachtmarkt. Er wollte eine Kiste mit räumt den Magen auf. Von einem schakrianischen Waffenhändler kaufen. Wie habt ihr es geschafft, ihn zu verhaften? Die müssen schlafen, genau wie wir. Sobald der Senator dich in die
Finger bekommt, wirst du dir wünschen, du wärst tot. Ist immer schön, einen Fan zu treffen. Na komm, da brauche ich gar nichts mehr zu sagen. Das macht er schon. Komm, ich habe meinen eigenen wunderbaren Sicherheitsdroiden. Hier entlang, Jedi. Was hat der denn da für ein Kabel? Ey! Kümmern Sie sich um Ihre Angelegenheiten. Das ist meine Angelegenheit. Habe ich da irgendwie einen Einfluss drauf? Ich kann... Achso. Der Senator hat verlangt, dass ich Ihnen den Gefangenen lebend bringe. Und er atmet noch, oder nicht? Droiden. Au. Boden. Aua. Ist der Sektor gesichert? Ach cool, den kenne ich aus dem Fernsehen. Das will ich hoffen. Vaders Hunde schnüffeln ständig herum. Ein Jedi ist dieser Tage seltene Beute. Was haben Sie mir noch mitgebracht? 3 Backpfeifen. Bezahlt den Mann. Es war mir eine Freude, Senator. Hoffentlich ist das nicht das letzte Mal, dass wir Geschäfte machen. Der abtrünnige Jedi Cal Kestis. Okay, ich dachte jetzt echt, hier schießen den. Ihr habt euch bereits einen Namen gemacht. Sabotage von Waffenlagern. Stören von Versorgungslinien. Trägt offen das hier, sodass es jeder sehen kann. Der gescheiterte Putsch auf Norsid. Das war euer Werk, nicht wahr? Was wollt ihr, Senator? Ein Geständnis? Sie wissen, dass ich mit Sorge Rever gearbeitet habe. Bevor ich euch dem Imperator übergeben werde, werdet ihr mich zu den restlichen Jedi führen. Das geht nicht. Es gibt nur noch mich. Widerstand ist völlig zwecklos. Ich werde es herausfinden, so oder so. Womöglich werden schon einige Worte dafür ausreichen. Doch da drin stehen mir einige andere Mittel zur Verfügung. Doch vielleicht verwende ich einfach das! Deines Meisters Lichtschwert. Jaro Tapol. Ein Verräter, wie ihr es seid. Eines Tages werden sich unsere Kinder wohl fragen, was ist das für ein Ding? Ein Relikt einer korrupten Institution, zerstört durch ihre eigene Arroganz. Arroganz ist eine Falle, in die viele von uns tappen, Senator. Ich bin sicher, der Imperator wird sich nicht daran stören, wenn ich euch in Einzelteilen übergebe. Was? Habt ihr wirklich geglaubt, ihr könntet mich gefangen nehmen? Ja, so ein bisschen. Sie haben streng geheime Militärinfos auf ihrer Yacht. Und sie haben sie direkt zu mir gebracht. Danke, BD. Dafür werdet ihr brennen. Das so, darf ich jetzt... Darf ich jetzt liefern? Magnet, LT. Wo ist LT? Gott, wo ist LT? Das ist LT. Moment, okay. Diesmal will ich das auch mitnehmen, denn das, ja, guck mal hier, erstmal schön wieder stallen, ne? Schön wieder die ganze Situation ist mein Schärfen. So, wir lesen uns erstmal hier durch. Senator Daho Sejan, Gesundheit. Unterpaus, Senator Daho Sejan steht mit einem Fuß in der Unterwelt von Coruscant und ist eine politische Größe, die mit allen Mitteln die Gunst des Imperators erlangen will. Es kursieren Gerüchte über skrupellose Verhandlungen, in Anführungsstrichen, an Bord von Senator Sejans Yacht des Typs Sienna Ramsidian. Ramsidian. Okay, whatever that means. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Eintrag 65, aber was das auch immer sein soll. Direkt neben der Order 66 platziert. Nice. Taktische Leitfaden. Achso, da oben kann ich auch direkt mal gucken, was es hier alles gibt. Kampfstile, bla. Ach, guck mal, hier kann ich den direkt anpassen. Sehr schön. Ne, bevor wir jetzt hier irgendwie erstmal in die Situation gehen, macht er erstmal wieder alles andere. Ja, dann würde ich sagen, das wär's für die erste Folge. So, Schurke. Warum habe ich denn hier eigentlich schon die ganzen... Achso, Einsiedler ist wahrscheinlich eher so das vom... Cool, was ich hier auch immer dabei habe. LTRT. Boah, erstmal alles andere machen, außer das Spiel spielen. Erstmal alle 3 Abonnenten wieder verlieren. So,
Nein, wir lassen es erstmal so kommen. Machen wir später. Machen wir alles später. So, und links kenne ich. BD kenne ich. Ebene 2046. Jo, wir einfach mal der ganze Text rechts nochmal in deren Schrift abgebildet ist. Ich weiß auch nicht, wie man das eigentlich nennt. Keine Ahnung. So, Ebene 2046 ist eine mittlere Ebene der Ecumenopolis. Alter, Ecumenopolis, whatever that is. Coruscant. Okay, scheinbar ist es Coruscant. Der nahezu unzuträgliche Ort ist bekannt für seine brodelnde Gemeinschaft von Händlern und Industriellen, die sich mit den Verzweifelten und Verarmten mischen. Und während das Imperium alle Aspekte des galaktischen Lebens immer fester in den Griff bekommt, spürt auch Ebene 2046 zunehmend militärische Unterdrückung und korrupte Bürokratie. Einige Senatoren betrachten das Gebiet als perfekten Ort, um inoffizielle Geschäfte zu machen und haben damit begonnen, das Labyrinth der Straßen und die zahllosen Landeplätze als Werkzeuge auf ihrer endlosen Suche nach immer mehr Einfluss zu behandeln. Das war tatsächlich ein Satz. Herzlichen Glückwunsch. Verwandte Einträge. Aha, über Coruscant. Das lese ich jetzt alles nicht vor. So, jetzt habe ich aber auch genug hier. Zeit geschunden. So, Magnet. Dankeschön. Darf ich mal? LT. Um Schub einen einzelnen Gegner zurückzuwerfen und halte, um eine Gruppe von Gegnern zurückzuwerfen. Okay, interessant. So, einmal den Baseballwurf. RT, ciao. Und ein X. So, den X'en wir erstmal weg. Und wenn ich den Gerüchten trauen darf, dann fliegen jetzt hier auch mal Teile von denen. Oh, Steuerung ist ja jetzt direkt. Ja, ja, bla bla. So, Machtangriff einzusetzen. Okay, markieren kann ich den wieder. Okay, der braucht seinen Lichtschwert gar nicht mehr. Der macht das direkt mit dem Fuß. Lichtschwert angreifen. Okay, die schicken mir da jetzt immer. Yo. Au. Okay, einfach. Yo. Da fliegt der direkt der erste Arm. Kommen Sie raus, dann reden wir. Aber es gibt sowieso zu viele Arme auf der Welt. Au. Wege, um gegnerischen Angriffen auszuweichen. Blocken, genau. Also alles wie gehabt. Aua. Ja, hab ich schon. Ciao. Okay, der Rest ist immer. Das hat sich nicht verändert. Steuerung ist sehr direkt. Und irgendwie läuft der Typ immer noch so an, wie andere Leute einen Autounfall bauen. Okay, komm. Und tschüss. Cool. Was sich so reindreht. Ja, ja, schick mir alles entgegen, komm. Schick doch! Au. Ich will so parieren oder. Warte mal eben. Ciao! Jetzt zu kontern. Mein Gott! Ja, und er macht den Schausigen. Nicht so schnell, Senator. Los, BD. Okay. Jetzt kommt er zu uns. Das wird ein bisschen eng. Ach, passt schon. Ist hier rückwärts einpacken. Festhalten! Alles okay. Kann passieren. Ja, typisch. Ah, natürlich. Gut, wollten wir das überhaupt sehen, dass das überhaupt glatt läuft? Nein, wollten wir nicht. Das muss einfach so. Uncharted lässt grüßen. Wir holen die Yacht schon ein. Ja, wo soll die auch hin? Hier fällt gleich eh wieder alles auseinander. Yo. Und spätestens hier wäre mein Abenteuer wieder vorbei. Wo ist der Senator? Seine Yacht ist weg. Siehst du sie? Negativ. Mach Meldung. Was ist mit dem Gefangenen? Vielleicht beim Senator. Oder er ist gestürzt. Ich will eine Bestätigung, bevor die Kommunikation des Senators wieder online ist. Siehst du was? Noch nicht. Ach, der Senator. In diesen Docks müsste mittlerweile ein Gast. Wo muss ich denn hin? Mit Haube? Nee. Ja, muss da hoch. Mag sein. Geil, die labern auch genauso viel wie ich hier. Kann ich hoch? Nein. Ja, aua. Das ist wieder für. Ich glaube, ich muss da lang und dann schön durch den Strom. Sicher schön durch den. Von dem Strom treiben lassen. Ja, natürlich. Wir müssen weg, BD.
Achso, kann ich ja auch. Nein, kann ich nicht. Kein Zugriff auf mein Lichtschwert. Au. Okay, die Ratten gab es auch in Teil 1, aber ein bisschen größer. Und... Oh, der ist ein ganzes Stück schneller, wenn ich das mal so sagen darf. Oh, es gibt wieder Waschmaschinen. Nice. Scan. Das gute alte Scan. Ich kann sie nicht öffnen. Du hast nicht zufällig eine Lösung, oder? Ja, einfach hier, guck mal. Oder auch nicht. Nice. Genau, zur Waschmaschine begebe ich mich gleich. R2 in Einzelteilen. Oder R5, oder keine Ahnung. Da geht's lang. Okay, und erstmal ein Süppchen kochen. Oh, der Wok 3000. Wollte ich mir ja auch mal für zu Hause bestellen. Okay, Doppelsprung habe ich von Anfang an. Ja, er läuft definitiv immer noch an wie ein Autounfall. Aber es ist nicht mehr ganz so schlimm wie im ersten Teil. So, öffnen. Habe die Waschmaschine. Na komm. Hä? Geduld. Nee. Wollte nicht. Habe ich nicht. Habe ich nicht, brauche ich nicht. Will ich nicht. Und leider springt BD1 da auch nicht mehr rein. Boom. Wir müssen diese Yacht vor dem Imperium finden. Naja. Groß und rot und eine Yacht halt. Sollte jetzt nicht so schwer werden. Wie sieht das aus mit Erkunden in dem Spiel? Kann ich hier... Wahrscheinlich kann ich hier schon... Ja. Hilf mir bitte. Oh, die große Containersiedlung. Ja, sieht wieder ein bisschen aus wie Duisburg Innenstadt. Kann ich wieder rutschen? Kann ich rutschen? Kann ich rutschen? Einen Gegner anvisieren. Benutze R, um zwischen den Zeilen zu lesen. Jetpack-Truppler. Ja, danke. Kann ich schleichen? Geht das? Konnte ich das überhaupt im ersten Teil? Nee, ne? Gehen anvisieren. Du darfst erstmal Bungee Jumping ohne Seil machen. Ciao. Mach jetzt keinen Fehler. Ach. Jo. Boah, die Reflexe. Alter Falter. Ja, easy. Guck mal. Da war ich jetzt irgendwie gerade drauf eingestellt, dass er mich da direkt angreift, aber es hat geholfen. Es hat geholfen. Boah, die Grafik, Alter. Uff. Egal, welche Informationen der Senator hat. Ich hoffe, sie sind das Risiko wert. Du gibst die Hoffnung nie auf, was, Kumpel? Nee. Außer, dass ich hier schon wieder den Weg finden muss. Da hoch. Okay. Ja. Ah. Auch einfach geil, wenn du hier so sitzt so und so die Aussicht genießt. Wohin jetzt? Hier, okay. Ich glaube, ich denke, ich muss auch nicht mehr RB drücken, um mich hier festzuhalten. Das macht er jetzt automatisch. Wohin, wohin, wohin? Ich bin wieder blind, ne? Ja, klar bin ich blind. Da geht's nicht lang. Ach komm, so schwer ist es doch nicht. Es ist schwerer. Da hoch? Nein. Bin ich dumm? Ja, okay. Ich will nichts hören. Habe ich denn irgendwo schon Fähigkeiten? Ja, habe ich. Okay, Kampfstile. Einmal dahin. Basisangriff, Blocken, Spaltender Schlag, Betäubungsanzeige, okay. Ja, okay. X und Y, Lichtschwertwurf, Lichtschwertwurf habe ich von Anfang an, cool.
So, mehr auch tatsächlich nicht. Aber interessant, dass ich den Lichtschwertwurf von Anfang an habe. Das ist auch schon so. Yo. Yo. Fallen lassen. Lass dich mal fallen. Haben wir das Ziel im Blick? Noch nicht. Nö. Vorwärts. Los, los, los. Dort können wir uns ausruhen. Jo. Auf dem Pentagramm hier. Nice. So, dann einmal meditieren. Dächer. Meditationspunkte. Die Interaktion mit einem Meditationspunkt speichert das Spiel und ermöglicht den Zugriff auf mehrere andere Spieloptionen. Aha. Ausruhen. Wenn du dich an einem Meditationspunkt ausruhst, regenerierst du Kells Gesundheit und Macht und alle Gegner respawnen. Ja, ist auch von Respawn Entertainment. Fähigkeitenbaum. Setze deine Fähigkeitenpunkte ein. Setze deinen Fähigkeitenpunkt ein. So, um ausfallender Schlag zu lernen. Jetzt wird mir schon vorgeschrieben, was ich hier zu leveln habe. Cool. Ausruhen. Na. Okay, ich ruhe mich erstmal aus. Das ging relativ schnell. Und. Hui. Fähigkeiten. Cool. Yo, und diesmal hat man auch so drei Sparten, wo man was. Geil, wie sieht das? Okay, cool. Ist auch cool, dass hier Macht sich deutlich ausbaut. Lichtschwert schon ein bisschen mehr und Überleben. Ja, so ganz redundant, so links auf der Seite. Was haben wir denn da? Kann ich da schon mal reingucken? Yo. Cool. Ich habe original noch nichts davon gesehen. Ich habe es geschafft, mich dahingehend nicht zu spoilern, so wenig Trailer wie möglich anzugucken. Und dann auch nur mit einem halben Auge hingeschaut. Ein Schwert. Da kann ich noch nichts machen. Die Tafeln muss ich scheinbar erst zusammensetzen. Und hier habe ich die erste. Oh, das heißt aber, dass hier deutlich, deutlich mehr ist an... Alter, wie cool. Yo, I like, würde ich sagen. Ausfallender Schlag. Nicht sehr ausfallend. Fähigkeitenpunkt. Nutzt Macht. Nutzt Macht, macht aber ansonsten auch nicht viel. Fähigkeiten verfügbar. Halte Y, um einen weitreichenden Stoßangriff auszuführen. Genau, den werde ich mehr oder weniger verlernt haben. Ist das diese, das ist dieser Sprung wahrscheinlich, ne? Ja, mehr oder weniger. Außer, dass er dabei so ein bisschen vor sich hin fasst. Aber das ist jetzt einfach eine andere Fähigkeit, die man damit nimmt. Boom. Ausfallender Schlag. Genau, dann haben wir hier noch den... Ah, komm. Wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da hin? Sturmhieb. Nein, da. Verbesserte Beinarbeit. Ausfallender Schlag reicht jetzt weiter. Das ist interessant. Das ist jetzt, ist jetzt ein weitreichender Schlag. Luftangriff. Zweifache Reflexion. Drücke kurz vor dem Kontakt LB, um bis zu zwei Blasterprojektile hintereinander zurückzuwerfen. Okay, das kann jetzt scheinbar mit einem Lichtschwert. Sturmhieb hatte X nach einem normalen Angriff, um einen mächtigen Schwung über Kopf auszuführen. Okay. Ja, den Rest gucke ich mir später an. Das alles zu seiner Zeit. Alles schön zu seiner Zeit. So. Mobiler Zigarettenspinner kommt auch mit. Das kann ich hacken. Bereit zum Weitergehen? Ja, Moment. Erstmal Echo wahrnehmen. Bitte nicht. Ich flehe sie an. Ich habe im Krieg gekämpft. Wohl kaum. Und jetzt verzieh dich. Befehl vom Senator. Die Psychometrie. Es reicht. Er schießt ihn. Was? Durch die seltene Gabe der Psychometrie. Ey. Das wollte ich lesen. Verlassenes Nachtlager. Die verstreuten Trümmer vor... Nee, von einem Nachtlager eines Obdachlosen, wie es in der Unterwelt von Coruscant viele gibt. Hier leben vom Imperium vertriebene Flüchtlinge sowie Kriegsveteranen, die alles verloren haben. Naja, immerhin auf dem Hauptplaneten des Imperiums muss ja immer das Positive sehen. Kleines bisschen makaber. An den Humor werdet ihr euch leider... gewöhnen müssen. Ist ja alles so ein bisschen sozialkritisch verpackt. Ja, manchmal muss man das leider ein bisschen deutlicher angeben, bevor sich die Leute wieder aufregen, grundlos. Ja, das ist aber so zwischendurch, als ob ihm so zwischendurch immer wieder auffällt, so, ach ja, ich muss ja rennen. Ja, so erstmal so, ja, fühl ich nochmal so, ach ja, komm mal hier. Framerate ist auch relativ okay.
dafür, was man hier sieht, ist das wirklich völlig, völlig in Ordnung. So, ist das überhaupt der vorgegebene Weg? Ja oder nein? Und ja, ich werde mir eine ganze Menge angucken. Da kann ich auch hoch. Habe ich irgendwo eine Map oder so? Ja. Tja, keine Ahnung. Ebene. Okay, da ist die Yacht. Hole die Yacht des Senators ein. Die bewegt sich doch eh nicht mehr. Coruscant, 6,7%. Legende. Hauptziel, kürzerer Weg. Nein, kürzlicher Weg. Okay. Unerkundet. Operatore, blockierte Tore. Hauptziel, aktuelle Position. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Schauplätze verbergen. Kann ich das irgendwie auch drehen? Oder. Achso. Okay. Also genau wie beim ersten Spiel. Diesmal ein kleines bisschen transparenter, so wie es scheint. Unerkundet. Gut, ich gehe erstmal da lang. Ich habe mich auch gerade dazu entschlossen, dass ich die erste Folge ein kleines bisschen länger ansetze. Macht auch Sinn, dass man etwas von dem Spiel sieht. Meine naiven Pläne bisher sind noch genau da drüben, dass da erstmal eine Waschmaschine ausräumen. Plan Nummer 1. Muss ja mit kleinen Dingen anfangen. So, da geht's erstmal tief runter. Vom Niveau auch. So. Nein. Oh, da war ich doch vorhin. Schalter Geduld. Gleich habe ich die Geduld gesammelt. Einmal die vollständige Geduld, bitte. So, und dann werden die kommenden Folgen sicherlich so zwischen 30 bis 40 Minuten lang sein, je nachdem, was passiert. Und mehr oder weniger dann täglich rauskommen. Wie gesagt, so der naive Plan. Der Verdächtige ist männlich, wurde zuletzt in Dock 27 gesehen. Und angeblich ist er ein Jedi. Du machst Witze, oder? Hier auf Coruscant? Er kann auch nicht weit sein. Oder er ist in die unteren Ebenen geflohen. Der Abschaum muss den Verstand verloren haben. Au. Genau, erstmal den halben Obi-Wan gemacht. Haltet eure Füße! Erstmal meinte noch, yo, mach mal halblang. Und er so, yo, alles klar? Los geht's. Da kann ich lang. Geil, wie er mir wieder so auf den Rücken fliegt. Lager von Obdachlosen. Okay. Mein Gott. So, Lager von Obdachlosen. Die Unterwelt von Coruscant ist ein gnadenloser Ort, aber auch eine Zuflucht für die Mittellosen und Enteigneten. Schuppenlager in den Straßen und Gassen sind keine Seltenheit und zeigen die Ungleichen. Nee, die Ungleichheit. So, die Ungleichen. Meine Fresse. So, die unter dem Imperium nach wie vor herrscht. Okay. Viele Einträge, so ein bisschen. Ja, wie soll ich sagen, ne? So ein bisschen obvious. Zeigen das Offensichtliche. Also, wie im Sinne von, nachts ist dunkel und, naja, Obdachlosen geht's jetzt halt nicht so gut. Es ist echt cool. So, was haben wir hier? Was haben wir denn hier interagieren? Irgendein seltenes Mineral nehme ich an. Priorit-Klump gefunden. Wunderschön. Geil, und das liegt einfach mal hier rum. Und vor allem, dass ich dann zu spät Start gedrückt habe, um da hinzukommen. Unentdeckt. Auf Holokarte, wo habe ich denn Reise? Taktischer Datenbank. Boah, kann ich nicht einfach zu den letzten. Wie komme ich da hin? Ach, scheiß drauf. Dann halt nicht. Das habe ich nicht. Was war das noch? Priorit? Das habe ich jetzt nicht prioritisiert. Oder so? Aha. Bei mir ist diese ganze Leuchtreklame völlig fehlplatziert, wenn ich das eh nicht lesen kann. Und die. Genau. Oh, das war. Okay. Ich wollte schon einen Schritt nach vorne machen. Ach, hier habe ich mein Auto geparkt. Ey, Mann, wo ist meine Yacht? Holokarte freigeschaltet. Holokarte, bla 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 bla. Genau, das kennen wir ja. Steuerung.
Gelbtaucher führen zu unerforschten Gebieten. Grüne Elemente zeigen verfügbare Wege an, während rote Elemente aktuell gesperrt sind. Genau, alles so wie der vorige Teil. Legende und Sammelobjekte. Aha, aha, aha. Legende, Sehenswürdigkeiten. Sehenswürdigkeiten vor allem. Das Schlafzimmer von Pelpi. Ja. Markiert als öffentlicher Raum. So, Karte. Zurück. Kann ich... Hä? Boah, jetzt muss ich die Karte noch aufrufen. Okay. Da ist die Yacht. Aktuelle Position. Bleibt immer noch dahin. 100 Meter? Das ist die richtige Einstellung, BD. Wir schaffen das. Ja. 100 Meter. Das soll... Okay, ja, doch, das passt. Das sind ungefähr 100 Meter. So. 100 Meter, Peter. Der Sturmtruppe Schreck 3000. Wie mein Lichtschwert auch heißt. Springe und hafte zum Klettern der Decke. Was ist mit diesem Nudel aus? Die Augurengasse hat geschlossen. Der Senator hat was am Köcheln, was? So wie immer. Solange ich meine Kredits bekomme, geht mich das nichts an. Das Nudelhaus? Das X kriegst du auf jeden Fall. Yo. Okay, das geht immer noch. Ja, Leute, ihr wisst doch, wie das läuft. Ciao. Ihr wisst doch, wie das läuft. Gut, dass du eigentlich mit, na, so als Jedi mit deinem Lichtschwert überall aufhältst. Du fährst quasi die Leuchtreklame für dich ja mit. So, ja, sorry Leute. Mittlerweile sehe ich da auch einfach nur Leute, die... Oh, der ist auch sehr ungünstig gestorben, kann man sagen. Da kann ich durch. Gut, wenn die überhaupt tot sind. Na, die Rüstung soll ja das ein oder andere sogar abfedern können. Ich kann nicht glauben, dass ich sehe sie. Viele Verbrechen auf den Straßen verfeiert. Boah. Jo, wie der andere hinten steht, so, ja, so, ne, und was geht sonst? Drücke rechts, um den Lichtschwert-Kampfstil zu wechseln. Was? Ach, ich hab wieder das Doppelte. Cool. So, kann ich denn? Ja, kann ich. Ich dreh mich mal eine Runde. Habt ihr schon mal einen neuen Tanz gesehen? Ja, wie er das einfach um sich rumwirbelt. Was zur Hölle? Mach das nochmal. Mach das nochmal! Please? Ja, okay. Ja, schade. Das auch. Hä, er wirbelt das um seine... Okay, guck mal. Wenn ich jetzt hier... Zieht das so mit der linken Hand und er macht's zu sich, nur um das dann einmal durch die... Naja, durch die Hände wirbeln zu lassen. Jo. Cool. Hey, was war das denn? Okay. Taktischer Leitfaden. Jo, ich muss alles nochmal, achso, ne, anpassen. Ich kann es auch irgendwie so den, krass, du kannst die Jacke verändern. Aha. Okay. Das ist interessant. Das ging ja alles bei dem Vorgänger nicht. Genau, erstmal hier die Hose tauschen. Interessant. Ne, lassen wir erstmal so. Okay, erstmal den Bart ändern. Das bezeichnen die als rasiert? Okay. Hä? Achso, ich kann noch nichts. Stoppeln glatt. RT. Okay, das ist eher so Teil 1 mäßig. Das ist dann schon Survivor. Frisur. Okay, lässt sich alles später ändern. Na gut, man kann es also, na, man kann es hier alles so ein bisschen customizen. Ob wirklich notwendig? Naja, mal gucken. Muss ich später so ein Wikingerbart geben? Dann wird er erstmal automatisch umbenannt in Olaf. Ich springe an die Stange, um zu schwingen. Ja, das war wir, ne? Okay. Elegant ist anders. Ja, so eine 5 von 10. So eine 5 von 7. Die wieder cool. Ja, ciao. Okay. Natürlich. Na,
wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, dann muss der Berg eben zum Propheten. Wir sind bald da. Alles klar bei dir, BD? Ich nach unten sehen. Zur Wand fallen lassen. Aha. An die Decke gehen. Kletter, kletter, kletter. Au! Hab dich, Verräter. Oh nein. Wie er mich einfach nur anschaut. Wie viel Zeit lässt er sich denn auch? Wo warst du so lange? Ach, ich hab ein bisschen rumgehangen. Ich hab's gewusst. Hab ich's nicht gesagt? Ich auf Coruscant war. Danke, Baut. Ja, und er schubst ihn erstmal zum Dank darunter. Genau, und was noch hier ist, ist folgendes.